Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine super leckere Apfelschmand-Eierlikör-Torte. Diese super Torte besteht aus einer Schicht knusprigen Mürbeteigs, dann einer Schicht gedünsteter Äpfel, das ist das ganz schön Fruchtige daran, und dann natürlich der cremigen Füllung aus Eierlikör, Quark und Schmand, also wirklich top lecker. Und obenauf zur Krönung des Ganzen noch die Streusel mit ein bisschen Zimt und natürlich den Puderzucker. Und wir starten wie immer mit dem Boden. Ihr müsst nicht mitschreiben, alle wichtigen Infos findet ihr zu diesem Rezept auf meinem Blog. Den verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr gleich dann unten auch schon in der Infobox seid, dann könnt ihr auch den Kanal gleich abonnieren. Nicht vergessen, die kleine Glocke aktivieren. Und dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Bevor ich mit dem Mürbeteigboden anfange, gebe ich mir die Äpfel schon in meinen Topf. Die habe ich mir klein geschnitten und hergerichtet zuvor. Das können so 3 bis 4 mittelgroße Äpfel sein, gerade so ein bisschen dünsten. Ich hatte hier jetzt 4 große Äpfel, aber ihr könnt auch weniger verwenden. Dazu gebe ich etwas Apfelsaft einfach. Die Äpfel dünste ich nur gerade so ein bisschen weich und dann stelle ich sie mir beiseite und lasse sie abkühlen. Und in der Zeit kann ich dann meinen Mürbeteigboden schon super vorbereiten. Für den Mürbeteig geben wir uns 350 Gramm Mehl in eine Schüssel. Dazu kommt 200 Gramm kalte gewürfelte Butter. hundert Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz natürlich, und dann gebe ich noch einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker hinzu. Da könnt ihr auch einfach ein Päckchen Vanille-Bourbon-Zucker verwenden. Den Mürbeteig möglichst schnell miteinander verkneten. Ich mache das jetzt hier mit den Knethaken des Rührgeräts, aber ihr könnt das selbstverständlich auch in der Küchenmaschine machen. Und wenn aus den Zutaten eine so schöne krümelige Masse geworden ist, dann könnt ihr mit den Händen weiterarbeiten. So gerade einfach verkneten, bis sich ein schöner Mürbeteig ergibt. Und knetet nicht zu lange, denn je kürzer ihr den Mürbeteig bearbeitet, desto leckerer und knuspriger wird er am Ende. Sobald der Mürbeteig so schön verbunden ist, können wir ihn uns in unsere Form geben und uns auch einen Rand schon hochziehen. Den Mürbeteig in die Form geben und einfach jetzt gerade flach drücken. Ihr könnt ihn selbstverständlich auch ausrollen, aber ihr wisst ja, ich mache das gerne immer so, wie es meine Großmutter mir beigebracht hat. Ich drücke den einfach ringsrum in die Form, möglichst gleichmäßig natürlich, und ziehe dabei gleich auch den Rand hoch. Jetzt einfach hier mit den Händen den Rand hochziehen ringsherum und dann das Ganze nochmal so schön nacharbeiten, bis es euch gefällt und alles schön gleichmäßig ist. Und nicht vergessen, hier die Stelle zwischen Boden und Rand schön auszudünnen, sonst hat man da nachher immer so eine dicke Stelle, das schmeckt nicht so gut. Nehmt euch dafür einfach Zeit, das dauert etwas, bis so ein Mürbeteig schön in der Form gelandet ist. Und wenn alles so schön ausgearbeitet ist, dann könnt ihr den Boden noch einstechen mit einer Gabel. Wunderschön. Und jetzt kommt der Boden erstmal am besten in den Kühlschrank oder in den Tiefkühler. Ich stelle ihn immer in den Tiefkühler, dann ist er richtig schön kalt, wenn wir nachher unsere
Füllung dann drauf geben und bleibt auch schön in Form. So, während jetzt unsere Äpfel noch weiter abkühlen, können wir uns auch schon die Streusel herstellen, damit sie nachher auch schön kalt gestellt sind, wenn wir dann den Kuchen backen. Dafür nehmen wir 200 Gramm Mehl in eine Schüssel, 125 Gramm Butter, am besten wieder gewürfelt, 65 Gramm Zucker und ich nehme hier wieder einen Esslöffel meines selbstgemachten Vanillezuckers oder ihr nehmt einfach ein Päckchen Bourbon-Vanillezucker. Und zuletzt für den super Geschmack und das herbstliche Aroma einen halben Teelöffel Zimt. Und bei den Streuseln ist es jetzt so, die können wir einfach so zwischen den Fingern zerkrümeln, die Masse. Und dann können wir auch die Größe der Streusel sehr gut bestimmen. Einfach so zwischen den Fingerspitzen. Wenn ihr einen Mixer nehmt oder eine Küchenmaschine, dann einfach kurz miteinander alles verrühren und schon sind eure Streusel fertig. Und ihr seht jetzt hier, jetzt bilden sich auch die Streusel. Und da könnt ihr auch ganz gut mit den Fingern dann bestimmen, wie groß sollen sie sein, sollen sie eher kleiner sein oder wollt ihr sie noch etwas gröber haben, dann einfach noch weiter kneten bis zur gewünschten Größe der Streusel. Ihr seht, wunderbar, super leckere Farbe, duften lecker. Wunderschön, die Masse ist fertig für unsere leckeren Streusel. Die Streusel stellen wir uns jetzt auch gerade kalt, am besten in den Kühlschrank. Und in der Zeit können wir uns dann auch unsere Schmand Quark-Eierlikörmasse herstellen. Für die Schmand-Eierlikörmasse geben wir uns 400 Gramm Quark in eine Schüssel. Gramm Schmand. Gramm Vanillepuddingpulver, das sind zwei Tütchen. Ihr könnt stattdessen aber auch Stärke verwenden und einfach echte Vanille, das Vanillemark einer Schote verwenden. Zucker darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier 65 Gramm, sind ungefähr 5 Esslöffel und natürlich ganz zum Schluss den leckeren Eierlikör, 110 Milliliter. Und das Ganze jetzt einfach miteinander verrühren. Bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und ihr seht, wunderschön die Masse. Super, super lecker. Perfekt. Einmal noch runterkratzen, dass wir wirklich alles mit drin haben. Und unsere fantastische Eierlikörfüllung ist fertig. Mein Boden ist wunderbar gekühlt und richtig schön fest geworden. Ich habe mir den Ofen schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt kommen hier auf den Boden erstmal die etwas gedünsteten Äpfel. Die sollten natürlich jetzt schon abgekühlt sein etwas. Und da könnt ihr so viel nehmen, wie ihr wollt, wie ihr Lust habt und wie es euch am besten schmeckt. Ich nehme da immer eine gute Schicht Äpfel, das schmeckt am besten. Also nicht zu wenig nehmen, dass wirklich schön Frucht in die Torte kommt. Und die Schicht darf ruhig den ganzen Boden bedecken, so ungefähr 1 Zentimeter hoch. Schön gleichmäßig verteilen, dass überall was ist, jeder in seinem Stück etwas Apfel hat, denn das ist ja wirklich wunderbar lecker. Perfekt, duftet schon mega, mega lecker. Ich habe jetzt nicht alles verwendet. Ich hatte 4 große Äpfel, also 3 würden auch reichen. Dann habt ihr so ungefähr 1 Zentimeter Höhe unten als Apfelschicht. Jetzt kommt hier unsere leckere Schmand-Eierlikörmasse oben auf. Ich
Fantastisch. Mir läuft das Wasser hier im Mund zusammen. So lecker sieht das aus. Die Masse schön verstreichen über den Äpfeln, schön gleichmäßig. Am besten mit einer Palette. Oh mein Gott. Wie lecker ist das denn bitte? Wer möchte, kann natürlich den Boden auch vorbacken. Ich spare mir das immer, aber wenn ihr wirklich einen ganz knusprigen Boden wollt, dann solltet ihr den Boden mit entsprechenden Beschwerungsmitteln, also mit Backerbsen, eine kurze Runde vorbacken. Schön glatt gestrichen, perfekt. Und jetzt kommen hier oben auf zu guter Letzt noch unsere Streusel. Und dann können wir den Kuchen auch schon so ungefähr eine Stunde ins Rohr schieben. Gerade hier oben auf die Quarkmasse bröseln. Schauen, dass wirklich überall möglichst gleichmäßig Streusel auch sind. Perfekt, unsere Torte ist fertig gefüllt und nun kommt unsere Torte auch schon in den Ofen. Wie gesagt, ungefähr eine Stunde Backzeit bei 175 Grad Ober-Unterhitze in der Mitte des vorgeheizten Backofens. So, und hier kommt nun mein wunderschöner Eierlikör-Schmand-Apfelstreuselkuchen. Er ist schön goldbraun gebacken. Ich hatte ihn jetzt ungefähr 55 Minuten im Ofen und ich denke, er ist fertig. Ich lasse ihn jetzt einfach in der Form auskühlen und dann sehen wir uns zum Anschnitt wieder. So, super, mein Kuchen ist schön abgekühlt. Ich werde ihn jetzt noch aus der Form nehmen und dann gerade mit Puderzucker überstäuben. Und dann werde ich ihn gleich mit euch probieren. Also wir nehmen uns gleich hier unser Messer zur Hand und schneiden vorsichtig hier einfach mal ringsrum. Und gerade aus der Form lösen. Und da seht ihr, wunderschön geworden. Es fehlt nur noch unser schöner Puderzucker oben auf als kleiner Hauch. Wunderschön, lasst uns probieren. Ich freue mich, ich darf für euch probieren und die Torte duftet super lecker nach Herbst und nach Apfel. Ich werde sie gleich für euch vernichten. Mit dem Eierlikör, lecker. Die Torte schmeckt sehr lecker, schmeckt auf jeden Fall auch nach Eierlikör, nach den Äpfeln, nach dem knusprigen Mürbeteig und den leckeren Streuseln obenauf. Ich würde beim nächsten Mal den Mürbeteig ganz kurz vorher vorbacken, einfach ja, Backerbsen auf den Boden und vielleicht so 5 bis 10 Minuten vorbacken, dass er noch knuspriger unten drin ist, denn durch die Äpfel wird er doch etwas weich. Dann behält er auch die schöne goldbraune Farbe, die ja außenrum zu sehen ist. Und so haben wir die dann auch innen. Ansonsten ist die Torte super, super lecker. Ein absoluter Herbsttraum. Ja, müsst ihr ausprobieren. Das war meine Apfel-Eierlikör-Schmand-Torte. Ein tolles Rezept, wie ich finde. Und ich hoffe, ihr werdet es einmal ausprobieren. Wenn ja, dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Da freue ich mich immer sehr darüber. Die Links dazu findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung.
Wie gesagt, dort findet ihr auch den Link zum Rezept. Ja, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte tut das einfach. Aktiviert dann auch die kleine Glocke, damit ihr alle Benachrichtigungen bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir sehen uns wie immer nächsten Sonntag hier um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss!